Es ist erbärmlich, Herr Lindner. Und die Wählerinnen und Wähler zeigen es Ihnen auch bei den Umfragen, dass das nicht verfängt, was Sie hier veranstalten, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Corona-Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Die Bürger können vorerst nicht mit großen Lockerungen rechnen. Am Donnerstag äußerte sich Bundeskanzlerin Angela Merkel in ihrer Regierungserklärung im Bundestag zu den aktuellen Maßnahmen. FDP-Chef Christian Lindner hat die am Mittwoch verlängerten Maßnahmen und geringeren Lockerungen als unzureichend kritisiert. Angesichts der großen Erschöpfung in der Gesellschaft seien die Beschlüsse enttäuschend. Zitat: Viele Menschen haben sich mehr erwartet als einen frischen Haarschnitt. Dann zückte der FDP-Chef eine mögliche Lösung. Wir haben deshalb in dieser Woche einen 7-Stufen-Plan vorgelegt, mit welcher Systematik es möglich ist, regional zu öffnen. Nach Christian Lindner trat CDU-Politiker Ralf Brinkhaus an das Rednerpult und faltete den FDP-Chef in seiner Ansprache regelrecht zusammen. Also ich finde es schon sehr, sehr interessant, wie Sie mit dieser Krise umgehen, wie Sie versuchen, parteipolitisch Kapital zu schlagen, wie Sie versuchen, Wahlkampf zu machen in der schwersten Krise, die diese Republik hat. Es ist erbärmlich, Herr Lindner. Und die Wählerinnen und Wähler zeigen es Ihnen auch bei den Umfragen, dass das nicht verfängt, was Sie hier veranstalten, liebe Kolleginnen und Kollegen.